Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge bei Gas Station Simulator. Die letzte Folge, boah, die ist mehr als oben rechts 13 Tage her, sondern die ist wahrscheinlich schon fast 2 bis 3 Monate her. Und es hat sich einiges getan. Wir sehen gerade oben im Bildschirm, da ploppen einige Sachen auf. Hier sind einige Updates dazugekommen und die werden wir uns einfach mal so ein bisschen anschauen. Beziehungsweise wir werden gucken, ob wir sie irgendwie hinbekommen. Was wir mittlerweile auf alle Fälle in den letzten Folgen schon mal freigeschaltet haben, aktuell ist unsere Tankstelle geschlossen, ist nämlich Folgendes. Und da gehen wir gleich mal sofort hin. Wir haben Mitarbeiter. Wir haben uns damals Mitarbeiter geholt, die für uns Dinge erledigen für ja einen schmalen Taler. Wo waren die denn gewesen? Mitarbeiter? Mitarbeiter? Eigentlich war hier immer der Van gewesen. Na gut, wir gehen erstmal hier rüber. Errungenschaft freigeschaltet. Ey, wir haben so viele Sachen jetzt noch, die jetzt anscheinend neu dazugekommen sind. Wir sollen erstmal mit Onkel reden. How was the rush hour, nephew? Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming in from that bus. I've heard workers tell me there's little difference between a passenger bus and Armageddon. Now, if you're feeling overworked, how about investing in some help? Trust me, it's a completely different experience being the one in charge. Ach, den müssen wir erst noch holen. Eigentlich hatten wir den schon längst. Nee, gut. Also entweder mein Speicherplatz wurde irgendwie überschrieben oder so, aber jedenfalls seien wir jetzt neue Mitarbeiter. Aber viel weiter war ich dann auch gar nicht mehr gewesen. Also zumindest das Gröbste ist geblieben. Wir schließen jetzt einfach mal. Wir sollen uns nämlich einen neuen Mitarbeiter holen. Dann machen wir das einfach mal. Wir gehen das nochmal gemeinsam ein bisschen durch, dann passt das ganz gut. Dann finde ich mich auch mal ein bisschen zurecht. Genau, soweit waren wir schon gewesen. Wir haben unseren Verkaufsbereich schon ein bisschen erweitert. Jetzt sollen wir auf alle Fälle uns jemand ein neues besorgen. Verwendet den PC, um den ersten Wohnwagen zu kaufen. Dazu gehen wir jetzt hier auf Angestellte und danach, wo war das hier gewesen, auf Wohnwagen und den kaufen wir jetzt. Ach, nicht genug Geld. Okay, dann müssen wir erstmal unsere Tankstelle öffnen. Das heißt, wir müssen erstmal dafür arbeiten. Tankstelle öffnen und so weiter und so fort. Was sind denn da für... Oh, was sind denn für neue Werkzeuge dazugekommen? Guck mal in der Schau. Airbrush, Vakuum, okay. Es sind einige Sachen dazugekommen. Holla die Waldfee. Einrichtungen. Gut, das ist ja erstmal jetzt vollkommen egal. Wir werden erst einmal... Lieferung. Da werden wir uns jetzt mal ein bisschen Kraftstoff nämlich holen. Machen wir gleich so viel. Oh. Können wir uns alles gar nicht leisten. So, also nochmal. Bitte hier. Können wir uns das wenigstens leisten? Haben wir nicht genug Geld. Okay. Oh, na gut, denn. Müssen wir erst einmal öffnen und hoffen, dass irgendwas passiert. So, warte mal, ich habe doch neue E-Mail. Das muss ich auch nochmal kurz mal gucken. E-Mail. So. Ja, Kraftstoff ist ein bisschen niedrig, aber noch nicht leer. Dann öffnen wir mal die Tankstelle und werden ein bisschen Geld reinholen müssen, bis wir uns endlich mal wieder einen neuen Tank leihen können. So. Reinkommen, bitte. Hier, Polizist, hier. Sie brauchen bestimmt Tank. Donuts, Kaffee, alle Tier. Komm, komm. Nein, nein, ruhig hier reinfahren. Hier, Donuts, Kaffee. Kaffee, Donuts. Meinen Sie keinen? Hier, guck mal, da, open. Okay, dann halt nicht. Dann warten wir mal auf unseren ersten Gast. Oh, da kommt einer, komm. Der will aber hier reinfahren. Ja. Oh, nein, der will nicht. Okay, gut. Sieht das so uneinladend aus? Ich bitte euch, das sieht richtig schick aus. Achso, im Übrigen mal gucken, was haben wir überhaupt noch? Wir haben noch einen Reifen. Oh, was ist das?
Achso, ich wollte gerade sagen, hab schon gedacht. So, zack, hingeschmissen. Wir haben ja ein paar kleinere Austauschspiegelscheiben und ein Reparaturpflege-Lackierset. Gut. Schmeißen wir mal in die Mülltonne. Ich hoffe mal, irgendwann kommen mal ein paar Gäste hier. So. Toiletten sind ja soweit sauber. Da. Hallöchen, meine Damen und Herren. Achso. Hier war schon jemand da gewesen. Vorsicht. Und Action. Oh, 37 Dollar. Wunderbar. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen nach dem Benzin jetzt gehen. Ist halt einfach so. Benzin ist das Wichtigste an der Tankstelle. Muss ich immer noch sagen, wa? Gut. Können wir nämlich schnell rein an den PC und können mal ganz schnell Lieferung Kraftstoff nämlich holen. So. Einmal 100 Liter. So. Bestellt ist er. Wir haben noch 10 Dollar. Super. Reicht für eine Packung Zigaretten wahrscheinlich. Guck mal, da kommt schon der Tankwagen. Sehr gut. Oh, da kommt jetzt die Polizei. Oh, 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 oh. Shit, ja, das kann ich euch sagen, wa? Ich hab, nicht die allerbesten Geschäfte gemacht. Zumindest keine legalen. Oh, okay. Die wollen nur tanken. Oh. Jetzt geht's gleich los. Okay, ja, ja. So. Was willst du denn haben, Mäuschen? Und bam! So, so, so. Du kriegst auch noch was. Könnt ihr wieder Verbrecher jagen gehen. Okay, mehr habe ich nicht. Benzin wird knapp, Leute. Benzin wird knapp. Aber bei mir gibt es trotzdem die besten Preise, wenn es mal wieder Benzin geben sollte. Oh, da ist er. Ah, die haben hier so generell ein bisschen aufgeräumt. Oder habe ich das hier aufräumen lassen? Ich weiß es ja nicht mehr. Schon ein bisschen länger her. So, wo ist denn der Schlauch hier? Warte mal, das schließt er, glaube ich, selber an, wa? Ja. Hey, Elin, beeil dich mal. Ja. Lass mal den Elin in Ruhe. So. So. Hallöchen. Ja, was kann ich mit dir für sie tun? So. Nein. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte die Maus nehmen sollen. Ja, der fährt doch gleich. Mann. Elin, lass dich nicht stressen, wa? So, wollen Sie noch einen Snack haben? Sie waren ja gerade... ja, genau, super. Das ist gut. Ihr merkt schon so langsam, warum brauchen wir eigentlich Angestellte? Wir sind eigentlich nur am Rennen, wa? Immer haben wir ein bisschen Benzin, das ist schon mal sehr gut. Whoa, whoa, whoa. Wait. What? Was denn? Hä? Nur weil ich ein bisschen zu viel? Bist du verscheuert oder was? Mäuschen? Ja. So. So, ich nehme lieber noch eine Maus dazu. Zack, zack. Oh, oh, oh. Ja, so nennt man mich. So, hier können wir schnell noch was machen. Warte mal, was ist denn? Wurden wir gerade ausgeraubt? Nee. Der wurde mir schon die ganze Zeit angezeigt. Ich habe ja keine Bestellung getätigt. Ach, scheiße, eigentlich wollte ich was klauen. Naja. Komme, komme, komme. So, ich werde versuchen, in der Folge auf alle Fälle wieder einen Wohnwagen zu holen, samt Angestellte. Na komm. So. Aber wir müssen gleich mal gucken. Es kann sein. Aber eigentlich würde es normalerweise links drin stehen, dass jemand in der Werkstatt ist. Ist aber niemand aktuell. Ein Glück.
Also eigentlich rentieren sich alle Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt die Frage mal aufkommt, macht es jetzt Sinn, zum Beispiel hier und hier für zu sorgen? Ja, irgendwie schon, ihr werdet überall irgendwie ein bisschen Geld machen. Das Wichtigste ist immer noch Kraftstoff, weil da seid ihr immer relativ schnell bei Geld, aber auch die Werkstatt. Aber, ja, wie gesagt, die Kosten dafür. Und Angestellter sowieso. Oh, was kann man hier machen? Hä? Nein, nein. Was? Wo? Ach shit, wo platziere ich das jetzt? Na, wo ist denn das jetzt? Ach, egal. So, Mülleimer. Der galante Wurf in die Tonne. Oh, fast. Fast getroffen. So, wer will tanken? Hallöchen. Grüß Sie. Oh, 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 das gab richtig viel. Der Polizist hat schon was. Nee, weil jetzt kannst du nämlich noch ein Auto gerade in der Werkstatt. Jetzt ist nämlich links Auto in der Werkstatt. So, und jetzt können wir uns nämlich angucken. Kaputte Teile-Info. Nee, warte mal. Ah! Was ist denn jetzt hier kaputt? Also, drücken wir den mal hier. Ah, Reifen. Wir können aber nur einen Reifen wechseln und einmal Spiegel. Dazu nehmen wir jetzt hier so eine kleine Spiegelscheibe. Wie gesagt, ist gleich eine Auffrischung hier. Klicken jetzt hier auf das Ersatzteil, was gewechselt werden muss, weil das kaputt ist. Zack. Eingesetzt. Wunderbar. Klappt mit dem Controller mittlerweile auch wesentlich besser als vorher. Hier genau mit dem Ersatzreifen. Nimm es vor die einzelnen Muttern hier abschrauben. Ja, klappt mit dem Controller auf alle Fälle schon mal wesentlich besser. Dann nehmen wir den gesamten Reifen ab. Neuer Reifen dran. Jetzt müssen wir gleich leider den Kunden ein bisschen besänftigen, denn wir haben ja folgendes Problem. Wir haben nur einen Ersatzreifen gehabt. Also er kann jetzt nur mit drei Rädern weiterfahren, aber ich sag mal so, Opa hat immer gesagt, Junge, drei Reifen sind besser als zwei. No, no, no. Hau rein! Oh, Alter, hier ist auch was los, ey. Incredible. Ja, ja, bin ich. So, Hallöchen. Was haben Sie denn hier Schönes? So, dann ein bisschen sauber machen hier. Wow, super. Nice. Okay, der nächste hier an der Tankzeile. Oh, ihr merkt schon, ey. Also, man ist kurz vorm Burnout. Wow, sogar $5 Bonus bekommen als Trinkgeld. Und guck mal, so schnell sind wir schon wieder bei knapp $550. Und was wir auch noch machen können, ist immer ein bisschen gemein. Wir müssen mal gucken, wer steigt jetzt wo ein. Okay, wir können nämlich hier einbrechen. Müssen wir jetzt ein bisschen gucken? Nee. Die richtige Position finden? Nee, ist glaube ich die falsche jetzt hier gewesen. Nämlich oben den Lockpicker, den müssen wir irgendwo ansetzen. Ah, ist gerade nicht. Ja, nee, jetzt noch ein bisschen weiter. Nein, noch ein bisschen weiter. Oh, da haben wir auf und wir haben $4 bekommen, immerhin. Haben oder nicht haben. So, E-Check. Ja, das ist auch richtig so. Dein Auto. Ist jetzt nicht, weil ich dich jetzt nicht attraktiv finde mit deinem trainierten Oberkörper, aber ey, das gehört sich nicht, ja. Zieh dir wenigstens nächstes Mal ein Hemd an, dann wirst du auch nicht ausgeraubt. Na guck mal, wie sieht denn das aus? Ja, schön. Komm, zieh dir nachher was an, ja. So. Doch, doch, doch. So, Leute, Kraftstoff ist alle. Kraftstoff ist alle. Die Tankstelle ist geschlossen für heute. Das heißt für alle anderen Leute, abdampfen bitte. Jense. Gut, also wir haben knapp $600. Das heißt, wir könnten jetzt anfangen, bei Angestellten zu gehen. Einmal rüber zur Wohnwagen und jetzt kaufen wir uns einen neuen Wohnwagen. Genau. Oh yeah.
Sieht das nicht schön aus? Wer will nicht für mich arbeiten? Das Ganze können wir natürlich auch aufbessern, aber wir werden jetzt welche einstellen. Jetzt können wir entscheiden, ob wir Emily oder Andrew einstellen. Ich würde mal sagen, tanken Level 2 immerhin, Gehalt das gleiche. Ist ja gemein, war die Frau verdient weniger als der Mann, obwohl sie Level 2 ist. Reinigung genauso. Kasse genauso, verdient sogar weniger. Und Reparatur verdient so ein bisschen mehr. Wir nehmen natürlich hier die Emily. Können wir die auch noch einstellen? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich müssen wir dann noch unseren Wohnwagen ein bisschen ausbauen. Kann das sein? Nicht genug Geld. Schade. Gut, dann können wir hier mal ganz kurz auf Lieferung gehen und Kraftstoff kaufen. Was wäre bei 200? Nee. Aber auch kein Rabatt, war, wo man mal sagt, jetzt pull 200, ist einfach nur das Doppelte. Na gut, okay, neue E-Mail. Da steht wahrscheinlich nur so ein bisschen drin, wie wir mit den Angestellten umzugehen haben. Ihr wisst aber schon, ich werde so mit euch umgehen, wie ich, oder wie mit mir immer umgegangen worden ist. Also nicht gut. E-Mails habe ich jetzt auch mal alle gelesen. Gut, dann würde ich mal sagen, Freunde der guten Laune. Das war mal eine kurze, knackige Folge gewesen. Also ich wollte eigentlich mal wieder ein bisschen anfangen. Aber eigentlich war es ganz cool gewesen, mal ohne Angestellten hier doch nochmal wieder mich aufzufrischen. Es klappt gut, das ist die Emily, die ist schön am Dampf. Die ist aber fleißig, super. Ja, hier wohnt also meine Angestellte. Ist das nicht zauberhaft? Also wer für mich arbeiten möchte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, wir nehmen... Oh, warte, was ist denn das hier? Warte. Die stellen wir den Weg ab. Weil ich habe jetzt nur den Tankwart bestellt, aber keine... Oh, ist es der Tankwart? Aber keine Ladung. Gut, wird knapp. Können wir nicht hier rennen? Komm. Nein. Ach, ist doch der... Ach, der wurde mir so lange angezeigt. Nee, dann lassen wir jetzt hier noch einmal den Tank auffüllen. Und dann würde ich mal sagen, sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Dann ist auch perfekt. 22 Uhr, gute Nacht. Und dann sehen wir in der nächsten Folge weiter, wie es mit den Angestellten läuft. Dann machen wir eine schöne kleine Einleitung. Wie läuft es eigentlich mit Angestellten? Und dann wird es einfach hier feuchtfröhlich weitergehen, weil dieses Spiel ist echt toll. Und, kleiner Anmerk an sich, aber das ist auch eine kleine Zukunftsperspektive. Ich würde auch bald mal wieder live gehen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mir so ein Ziel zu setzen ab 10.000 Abonnenten. Gehe ich wieder live und bei jedem 1000. Abonnent gehe ich live. Ich habe nicht so viel Zeit für live. Live macht man euch immer wieder Spaß, aber man muss dazu sagen, es hat auch schon mal der Micha gesagt, Gas Station Simulator ist wirklich ein perfektes Spiel dafür, um halt mal ein bisschen live herumzudaddeln. Also, würde ich mal sagen, dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Eli, schaltet Teil an. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Euch ist Sikorski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.